Jo, moin, Liftüte, doch, liebe Landratten und Rädchen. Herzlich willkommen zurück in Las Dubai. Mit mir dabei ist der Stadtteil-Oberbürgermeister Dagome. Hallöchen zusammen. Ja, ein bisschen gekürzter Titel. Es hat einfach zu viel Zeit gekostet. Ja, es ist immer blöd, wenn eine halbe Minute schon allein für einen Titel drauf geht. Ja, also für meinen Titel, nicht mal für deinen. Mein Titel, der würde die ganze Folge ausfüllen. Oberbürgermeister Deluxe, der geliebt und folgende. Ich finde nicht mal Worte für deinen Titel. Oh, danke für diese schönen Worte, danke. Ja. Ja. Da haben wir wieder den Grünemeier Kohibitus. Er lässt mich nicht mehr los seit dem ominösen Tag, wo wir es aufgenommen haben. Mittwoch, by the way. Mm, ja. Stimmt, ja, Mittwoch war das. Wo war denn das jetzt? Oh Gott, das ist jetzt peinlich. Bei mir zu Hause. Achso. Weißt du, wir haben bei dir zu Hause Kohibi den Kuitus aufgenommen? Das klingt jetzt auch falsch. Ja, und kurz danach habe ich aber kräftig schlucken müssen. Ja, ja, ist klar. Oh Gott! Oh Gott. Ah. Ich distanziere mich an dieser Stelle von meinem Stadtteilbürgermeister und übergebe das. Ich übergebe mich. Ja, ganz ehrlich. Ganz kurz. Kleinen Moment. Ah! So, ich bin wieder zurück. I'll be back. Als wäre nichts passiert. Ah, I've got it. I'm so excited for progressive Büros. So sieht's aus. Genau, denn mal abgesehen davon, dass die ganze Karte hier aus einem riesigen, gigantischen Stau besteht, haben wir uns... Sieht aber nett aus, ganz bunten Autos. Ganz bunt und so. Vor allem die Milka-Autos, die lilanen und so. Hatten wir viel. Ja... Es gab einen Download, einen kostenlosen. Es gab kostenlosen Content für SimCity, aber nicht weiter sagen. Wir sind total geflasht noch von dem Moment gerade. Wir haben gedacht, okay, fangen wir einfach an. Oh, da gibt's was umsonst. Oh, ja. Ja, erst mal wieder nach jahrelanger Abstinenz die SimCity Homepage angeklickt. Gibt's da irgendwie, hä? Ich hab Homepage. Nur noch einen Warnzug, wegen, willst du wirklich Geld ausgeben dafür, ja? Nee, haben wir nicht. Es hieß kostenlos, es war auch kostenlos. Mhm. Von daher. Bei den anderen Sachen im Shop stand drauf 20% runter, aber es waren halt leider nur 20% runter und nicht, ja, insgesamt für 20%. Das wäre schön gewesen. Ja, dann hätte Anno wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in Shopping-Laune gekommen. Ja. Aber egal, wir haben auf jeden Fall das Büro gekauft, oder Progressive Büro. Progressive Büros. Ja, lies vor. Okay, dann mache ich. Mit dem Progressive Büro können Sie Ihre Gebäude gegen Katastrophen absichern. Sie können Ihre Gebäude versichern und so einen Teil des Geldes zurückbekommen, wenn Sie von einer Katastrophe heimgesucht werden. Passen Sie die Deckungssumme an, um die Höhe der Schadensregulierung zu verändern. Das war eigentlich klar, was das Geld kostet, ne? Ja, also Nothing ist also, voll umsonst. Und so. Irgendwann kostet es Geld. Auch wenn es bei der Anschaffung erstmal kein Geld kostet. Ja. Ich lasse jetzt den hinkenden Vergleich wieder mit... Anschaffung kostet kein Geld, ja. Ja. Ich sag ja, ich lass den hinkenden Vergleich einfach. Man macht sich keine Freunde mit sowas. Oh Mann. Und schon gar keine Freundinnen. So, fertig. Wo klatschen wir denn das Ding mal hin? Wo passt es denn? Wo ist denn hier mal? Nirgends. Aber wie gesagt, es ist auch optisch jetzt nicht der Burner, finde ich. Ja, vielleicht nee, gerade in die Lücke gerade hier am... Ich meine, es ist dann halt in unserem Central Park, aber... Nee, da will ich es nicht haben. Da will ich es nicht haben. Es gibt neben Himmel vielleicht es gibt, ja, es gibt Himmel. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Hölle, die möchte ich nicht im Central Park haben. Und dazu gehören eigenwillige Designs von Maxis. So. Ja, vielleicht einfach direkt neben das Kohlekraftwerk. Einfach, mehr haben sie nicht verdient oder so? Na nee. Da reißen wir es irgendwann wieder ab. Ich bin fast für hier irgendwie so. Ja, direkt in die Ecke vielleicht? Oder willst du es ans Casino anschließen?
Ja, Casino habe ich mir gedacht, da gehen wir, also müssen ja irgendwann diese ganzen Erweiterungen ran. Ja, Die eben, deshalb. Casino-Zentrale ist es ja, Dann deswegen. stell's doch vielleicht wirklich hier an die Ecke. Ja, direkt Mehr ran oder kriege ich weniger. es nicht, aber ich kriege es so. Ja, Also, wir so werden ja weit hier halt. sowieso irgendwann diesen Straßenverlauf nochmal wieder umverlegen, sobald dann die Hafen City Nord kommt. So, Insurance. Zeig mal, was du kannst. Die geschlossen oder was? Ja. Höhe der Prämie 5.000 pro Monat. Bis. Stand da grad. Stand da grad. Omega Co, was sind das? Fragst du mich? Versicherturm? Megaturm? Hä? Was? Wo kommt der denn jetzt her? Spezialisierung Parks und Also so. Versicherung ist da noch gar nicht drin. Betrug? Was? Wo Betrug? Ich sehe das immer hier. Betrug 480. Betrug 400. Haben wir denn gemacht? Was hast du denn gemacht, vor allem? Ich glaube, eher der Einkauf der Transaktionen betrug 480. Der Kohletransaktionen hier, weißt du? Wieso steht dann Kohle hier nochmal extra drauf und dann da hier nochmal Betrug 480? Also dein Beispiel hinkt ein bisschen, ja. Vor Kann es aber auch allem nicht anwählen. dieses Ausrufezeichen ist so ein bisschen verdächtig. Meinst du, wir haben hier Betrüger in unseren politischen Reihen? Ja, oder wir haben Strafe bezahlen müssen, weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Keine Ahnung. So, trotzdem progressiv. Also wie gesagt, klick nochmal drauf, da steht irgendwas von monatliche Summe 5.000. Höhe der Prämie 5.000 pro Monat. Das ist ein bisschen viel. Ja, Krass. das ist jede 10% kosten quasi 1.000. Wir Aber sind erstmal deckt das denn jetzt alle unsere Gebäude dann ab? 50%. Nee, ist der Wiederbeschaffungswert, oder? Deckung. Eine Versicherungsprämie ist erstmal das, was du bezahlst, oder nicht? Macht auch Sinn, weil wenn du hier niedriger gehst oder höher gehst, dann ändert sich das, was man bezahlen muss, würde ich jetzt mal sagen. Ja, im nächsten Monat. Wo ist denn hier die Monatsanzeige? Ach da. Ja. 4. Nee, April im Jahr 4. Mai, Aber hier Jahr steht. 4 geht's los. Ja, aber wo steht denn hier der Tag? Wie viele Tage sind es denn noch? Was siehst Hä? du ja dann? Wenn es dann Mai ist, ist Mai. Ja, Mai ist schon Mai. Kann es nicht sein, dass hier einer dieser Tage ein Monat ist? Kann gut sein. Wie gut, dass wir uns ja so gut drin auskennen. Wären wir dann nicht schon viel weiter? Naja, keine Ahnung. Ja, stimmt. Wir können hier wieder upgraden. Voll die Grete. Upgraden. Upgraden. Selbst die Leute hier graden schon voll ab im Garten. Die feiern mit uns. Oder auch nicht. So, was könnten wir denn? Ein Balkon? Was haben wir noch? Ein Gästehaus? Die können auf dem Boden schlafen. Wachposten klingt vielleicht ganz gut. Wo sind die Selbstschussanlagen? Ja, oha, hier hinten geht's aber. Ja, das können wir noch nicht. Nee. Wieso ist der Hubschrauberlandeplatz nicht freigeschaltet? Das ist so die Notflucht, Behelfskapsel. Sportwagen? Garage für Sportwagen klingt auch gut. Wo Also ich wäre denn? für das letzte oder Das hier. vorletzte von denen, die wir können. Das oder das? Also jeweils die obere Einkommensschicht. Was Jo. als für obere? Sorgen Sie dafür, dass Ihre Villa noch furchteinflößender aussieht, dann überlegen sich die Demonstranten vielleicht das nächste Mal besser, bevor sie. Ja, okay. Demonstranten lohnt sich ja im Moment gerade fast, oder? Komplett mit ihren heißen neuen Schlitten.
Können wir ja immer noch machen. Ja. Carport haben wir ja schon. Oder was auch immer das ist. Bin ja mal gespannt, ob der jetzt gleich eingreift. Nope. Nee, er traut sich noch nicht. Vor allem, ganz ehrlich, ja. Liebe Entwickler, ihr habt jetzt hier erfunden, dass ihr überall Erweiterungen hinzufügt, ne? Das ist ja auch, oder? Achso, ich habe jetzt gedacht, ich soll für den... Ja, ja, für den Entwickler sprechen. Ja, ja. Achso. Wieso in drei Teufels? Dann kann man denn nimmer... Ach, guck mal, jetzt sind sie weg. Und wieder da. Und wieder weg. Ist immer, wenn er seine Runden geht, sind sie alle weg. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man schon hier Erweiterungen hinsetzt, warum werden dann die Texturen nicht mal so angepasst, dass sie zum Gebäude passen? Was soll denn das hier sein? Also... Selbiges, als wir den Brunnen gebaut haben und hier dieses Gras überschrieben wurde, meinst du? Ja. So dieser... Und der dieser Betonplatz und das da... Wir wissen auch nicht, was wir tun, oder? Ich find's ja auch cool, dass hier dieses Lagerfeuer, dieser Grillplatz-ähnliche Ding hier noch ist. Ey, Party! Das ist ja quasi wie eine Einladung. Demonstriert bitte hier im Garten. Und kein Wasser? Wie jetzt kein Wasser? Schon wieder nicht kein Wasser. Plus minus null. Oh, Pumpstation ist. Ist was? Gut überfordert. Ja, okay. Wir hätten ja die andere gern dazu geschaltet. So, da kommt auch irgendwas. Kommt da von da drüben hierher? Ja. Top, die Wette gilt, ja. So ein ganz kleiner Tropfen kommt an. Tropfen vom heißen Stein. Einmal in einem Monat. Hm. Oh Mann. Was sind das hier für Flecken am Haus? Willst du es wirklich wissen? Schimmel, ja, okay. Wenn wir Glück haben, Schimmel, ja. Ja, wir reden uns so ein bisschen um den heißen Brei rum. Was wollen wir jetzt eigentlich tun? Prinzipiell ist eigentlich die Planung, dass wir irgendwann mal die Kraftwerke hier verlegen. Ja. So, zum einen fehlt da ein bisschen das Geld, zum anderen fehlt da mittlerweile so ein bisschen die Erfahrung für uns. Denn wir haben ja schon das Problem beim Wasser. Das klingt auch wieder ganz toll. Denn wir haben in Wasserlasser ja diese tolle neue Pumpstation gebaut, die effektiv genug sein sollte, diese ganze Region zu versorgen. Aber es wäre sie auch gewesen. Ist sie sogar immer noch. Und es kommen hier aber nur grob 3 Liter an. Jetzt könnten wir euch fragen, wisst ihr, wie viel 3 Liter sind? Macht den Wasserhahn auf, dann macht ihr wieder zu, genau. 3 Liter Verbrauch. Ja. Nee, aber das Problem ist ja irgendwie, das scheint ja keiner zu wissen, weil wir haben es jetzt seit 3, 4 Folgen, diese offene Frage. Ja, länger eigentlich schon, das haben wir ja vorher schon immer in den Raum gestellt. Wisst ihr, ob das dann funktioniert? Ja, und es kam immer irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen gar nichts, also 2, 3, 4 Kommentare gab es ja, da hieß es aber auch nur, ja, müsste gehen. Es waren so nett gemeinte Tendenzen, ja. Tendenzial. Und nachdem wir jetzt leider halt das ausprobiert haben und es irgendwie, wie ihr da links seht, nicht so richtig zu laufen scheint, ja, denn wir haben überall diese netten Symbole überall. Ja. Weiß ich nicht, ob wir das mit dem Strom wirklich auch so machen sollten. Können. Tun. Tun. So. Diese Stadt hat ein Müllproblem, ist klar. Ja, gut, sie haben keinen Bock, auf diesem Müll rumzusitzen, das kann ich verstehen. Irgendwie. Ja, okay, gut, ich kann es verstehen, dass sie... Ja, es ist auch voll mittlerweile. Ne? Jo. Genau, und packt da nochmal so einen abgegrenzten Bereich, wo sie ihren Dreck hinschmeißen können. Da kommt die Müllverbrennungsanlage auch nicht wirklich hinterher, kann das sein? Ja, sollen wir davon auch noch eine?
1,5 Tonnen pro Stunde. Ich meine, es kommt ja trotzdem von der ganzen Region dort an, oder? Also früher oder später müssen wir eh wahrscheinlich. Oder? Ja. So, also ich habe zwar kaum noch Geld. Ist ja nicht unser Problem. Nein. Schon irgendwie. Man müsste eigentlich mal gucken, was die. Ja, guck mal hier. Aha. Wir aber jetzt steht nichts mit 400. Genau. Wie oft das hier überhaupt steht, ne? Ja. 1. Mai, 1. Mai, 1. Mai, 1. Mai, 1. Mai, 1. Mai. Das ist halt für jede Stadt, für jedes Ding in jedem Monat. Ist das jede Stadt? Haben wir so viele? Lass nee, Dubai, Malohingen, Wasserlasser. Aber es sind vier. Vier und aber immer zum selben Zeitpunkt. Oder vielleicht für jeden Müllwagen? Oh je. Bäh. Der irgendwo anders hinfährt? Dann müsste es aber irgendwie auch mehr sein, oder nicht? Also eigentlich ja. Entweder mehr oder weniger, aber so ist irgendwie eine komische Zahl. Naja. Hell. Aber ich weiß auch nach wie vor noch nicht, ob ich da so wirklich wohnen wollen würde. Waste City. Ist an sich eine schöne Stadt, wenn man über die Tatsache hinwegsieht, dass es die größte Müllverbrennungsanlage und die größte Kloakenanlage in der ganzen Region hat. Aber da funktioniert es ja witzigerweise. Ja, ist auch kein Wunder. Ich meine, guck mal an, wie die Müllwagen hier fahren. Das hatten wir ja schon mal gezeigt. Die fahren hier Bolognese durch die Stadt. Ich meine jetzt aber auch mit der Kloake. Da funktioniert es ja scheinbar. Heißer Auftrag, verbrennen Sie auf einer Müllhalde 100 Tonnen Müll. Was haben wir jetzt erreicht? Wenn wir das erlösen, wir haben ja noch keine 100 Tonnen verbrannt, bis jetzt. Achso, das ist eine Aufgabe oder was? Ja, dann kriegen wir den Riesenechsenangriff, schalten wir dann frei. Achso, okay. Also Godzilla. Godzilla, ja. Wir greifen sozusagen dem Kinofilm vor. Der bald wieder kommt. Vor? Oh ne, noch einer! Der letzte war doch schon so grausam. Also, Godzilla. Oh ja. Oh je. Ja, gut, ich hoffe, damit ist zumindest mal das Müllproblem bei den meisten hier weg. Ja, vor allem ist es auch wieder etwas mehr in Richtung Plus. Das hatten wir aber doch immer. Wenn wir dann dort waren, war es weg. Wenn wir wieder weg waren, war es wieder weg. Oder war dieses Symbol wieder da, besser gesagt. Achso, warte mal. Ja, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Was denn? Was willst du denn jetzt machen? Ich habe einen Müllwagen dazu gebaut an der Müllhalde, aber den noch nicht wirklich zugewiesen, wo er denn hin darf. Ah, okay, ja, stimmt. Ich hab's dunkel. Erinnere mich dunkel, da war was du ihn gebaut hast. Aber der fährt jetzt halt in Waste City rum. Ja. Als einer von vielen, weil sie fahren eigentlich alle einmal durch Waste City, bevor sie in die anderen Städte fahren. Ja, eigentlich fahren alle durch Waste City. Wäre ja auch komisch, sie müssen ja da alles abladen. Ja. So. Stell dir das mal vor. Fährt keiner mehr durch Waste City. Also, es fahren wirklich drei nach Wasserlasser. Ja. Drei nach Malohingen. Ja, und der Rest bis auf zwei, glaube ich. Nee, das waren 9 nach Las Dubai, 2 nach Malohingen und 2. Und 3 sind noch übrig. So. Du würdest sagen, schicken wir alle 3 nach Las Dubai, oder? Ja, vielleicht 2, dass einer noch durch Ding fährt, oder? Also, dass er fest zugeteilt ist in Waste City. Ja, okay, so. So kann man es machen. Mhm. Sollten die 100 Tonnen Müll ja auch relativ schnell zusammenkommen. Alter, haben wir ein Budget in der Region, ja, aber die einzelnen Städte sind fast alle pleite. Nur Las Dubai hat eigentlich richtig viel Asche. Ja. So. Du misst den Löwenanteil, sag mal so, mit 426.000. Das ist auch die einzige Stadt, die richtig viel Gewinn macht pro Stunde. Also nicht, also es gibt sicherlich Städte von anderen Spielen oder so, die machen wesentlich mehr Gewinn, aber diese Stadt wirft zumindest Gewinn ab.
Die kann man sogar als Wirtschaft sich bezeichnen, ja. Ja. Guck mal, der Stau hat sie aufgelöst. Kaum haben wir die Stadt mal verlassen. Das sollte man vielleicht mal öfters machen. So, Stau, ich geh. Tschüss. Ja. Ich bin raus. Ach, schön in Richtung Berge. Ach, so sieht der Spieler schön aus. So ist es ein Traum. Ne? Ein bisschen dünn. Flugzeugjagd. Ja. Auch so ist es eigentlich ganz schön. Selbst von der Ferne sieht es auch noch ganz schön aus, wenn kein Stau ist. Ja, oh Gott, selbst die Autobahn ist staufrei. Was ist denn da los? Na, alle umgedreht wahrscheinlich. Nee. Kein Bock. Ich hätte vor 2 Jahren auf der Arbeit erscheinen müssen, hab's leider noch nicht geschafft. Stehe noch immer im Stau. Ich hätte vor 2 Jahren ein Vorstellungsgespräch gehabt. Wollte mich nur noch mal melden, ich bin noch unterwegs. Ja, kein Problem, wir sind auch immer dabei, die Gründungsmitglieder für diese Firma zu finden. Sind eh noch nicht alle da. Ja. Wir warten auch noch auf die Geldtransaktionen, das könnte noch Jahre dauern, also kein Problem, stellen Sie sich weiter an. Ja genau, die bringen die in Geldkoffern mit dem Auto vorbei. Hm? Ja. Oh Mann. Selbst der Architekt hat noch kein Geld gesehen. Der Stadtplaner, ja, hat noch nicht mal Geld gesehen. Wir haben noch nicht mal die Genehmigung von der Stadtplanung zurückgehalten. Die ist, glaube ich, noch auf dem Postwege zum Stadtplanungsbüro. Der Vorgänger vom Stadtplaner hat noch kein Geld gesehen. Also, der Uropa vom Stadtplaner, vom Vorgänger, also, ne, hat kein Geld gesehen. Da gab's die USA noch nicht, wo der noch kein Geld gesehen hat. Gut. Okay. Gab's noch nicht mal Straßen und da schon Stau. Oh. Hier los. Echt? Godzilla-Angriff? Wahrscheinlich. Godzilla ist in seinem roten Auto vorbeigefahren, ja. Ich hoffe, es hilft auch, wenn sie nur unten Wasser reinpumpen, ja, wenn es oben brennt und so. Genau, hat unten ans Gebäude gepinkelt. Macht mal sauber hier. Die putzen es eigentlich. Nicht. Das ist die Fensterputzer, genau. Das sind die Bodenfensterputzer. Ja. Die machen es einfach ganz lässig mit dem Schlauch. Mhm. Wie früher. Ja. Wobei ich glaube, Fensterputzer, diese Lifts in Amerika gibt es schon relativ lange. Ja, ja. Die haben es halt früher mit Muskelkraft, haben sie sich selber hochgezogen. Gefühlt. Oder halt so wie eine Art Flaschenzug. Hifo, hifo. Unternehmen. Ja. So. So sieht es schön aus. Ja. Aber kostet das jetzt eigentlich irgendwie Geld? Ich hab's noch nicht so richtig. Scheinbar schon. Man. Kann es sein, dass die 5000 einfach so abgezogen ja, werden? Die werden als Bargeld einmalig abgezogen, scheinbar. Aber ja, ja, interessanterweise halt eben nicht pro Stunde, weil sonst wird es ja hier reinfließen. In diese. Gott sei Dank nicht pro Stunde, das würde uns hier ziemlich auffressen. Ja, pro Stunde, da müsste man ja 5000 so schon Gewinn machen. Das ist schon krass. Ja, aber der Verdienst geht auch wieder runter hier. 2,9 war auch schon mal besser. Ja, wie eigentlich mittlerweile Erweiterung auch noch nicht. Was fehlt uns denn hier eigentlich? Generieren sie eben, okay. Wie viel Einnahmen denn? Oh. Hoppala. Einiges noch. Da ist Potenzial nach oben. Aber wir können ja auch eigentlich neue Casinos bauen. Ja, das stimmt. Ist nur die Frage, wir wollten die ja irgendwie auch so ein bisschen in diese Hafen City Nord reinpacken. Eigentlich sollte die in die neue Siedlung rein, vor allem größere Casinos. Genau, es gibt ja jetzt auch das römische Casino, wie wir ja mal festgestellt haben, was sehr stark an das Caesars Palace angelegt ist. Gut, aber die Folge ist schon fast wieder rum. Ja. Wir haben das Gefühl, wir haben nichts gemacht außer die Insurance. Ja, so kommt es mir auch gerade vor. Profit heute 1500, Profit gestern 2800. Das ist echt nicht viel. Vor allem, wenn du dir die Zahl an Touristen anguckst. Vielleicht haben wir auch einfach zu wenig Touristenattraktionen. Was kommen wir denn hier noch an Sehenswürdigkeiten? Es sind witzigerweise auch nur 29 potenzielle Touristen. Dass die dann immer noch 3000 abwerfen, ist ja schon fast. Da hat ja jeder $100 ja immerhin oder Simleons investiert. Naja.
Vor allem die Frage, uns geht, fehlt halt irgendwie auch immer noch der Platz für so Attraktionen. Weil die sind ja da meistens auch so riesen Klötze. Naja, es geht. Kölner Dom. Oh Gott. Ja, sag ich doch. Ach, wie süß, guck mal, die könnten wir nehmen. Die Freiheitsstatue ist ja geschenkt. Mit dem Central Park. So, haben wir nicht irgendwo eine Insel? Ach, schade. Nee. Also ja, aber... Ja, aber nee. Sieht aber auch total, ja, total gut aus. In diesem zusammengefertigten, so vorgefertigten Eck. Ja, das war ja nur eine Idee, da passt sie rein. Ja, nur so. Hier vielleicht, statt dem Parken, nee, das ist dann auch nicht so. Das war eigentlich so zugänglich, oder? Bei den Casinos, ja, nirgends wohin. Aber es ist halt anders irgendwie. Du reißt entweder zu viele oder zu große Gebäude ab. Ja. Hier wird es gerade so reingehen, aber sieht es auch nicht wirklich aus. Im Central Park würde sie sich vielleicht noch gut machen. Mhm. Aber da steht schon so viel eigentlich drin. Ne? Haben wir bald keine Bäume mehr, wenn wir so weitermachen. Vor allem wo? Ja, es ist alles so ein bisschen ungeschickt. Ich meine, den Platz hier fand ich gar nicht so schlecht, dass du quasi dran vorbeifährst, so zentral so ein bisschen, aber dann steht sie so komisch. Dann ist das hier, da ist die Straße so, weiß nicht. Also so würde sie noch halbwegs dran stehen. Sieht aber dann auch wieder komisch aus. Ja. Die Straße sieht generell da komisch aus. Ja, mein, wir wollten sie ja jetzt auch nicht so geradlinig machen. Das ist ja, das sollte eine Parkstraße sein, ne? So war ja eher mal gedacht. Selbst hier sieht es komisch aus, naja. Ja. Machen wir uns mal Gedanken drüber, wenn die Cargo City Nord, die Hafen City Nord steht. Cargo City Nord. Cargo City, jetzt ist er schon völlig im... Jetzt habe ich schon Urlaub, ja, und ich denke immer noch an die Cargo City Nord. In diesem Sinne würde ich aber sagen, wir lassen das mit SimCity für jetzt auch, für diese Folge. Das ist ein Washington Monument, das ist ja unsere Sehenswürdigkeit. Achso, das ist einfach nur ein Sehenswürdigkeitssymbol hier, okay. Hätte ich jetzt so interpretiert. Was soll das darstellen? Ein Pferd, das auf einem Zylinder balanciert. Hätte ich jetzt so auf dem ersten. Ja. Vielleicht aber auch einfach, keine Ahnung, das ist eine Skulptur. Kann auch sein. Schreibt's, wenn ihr es wisst, bitte in die Kommentare. Alter! Gibt's das auch in unserer Größe? Wo will denn der hin? Hoch hinaus. Na, gut, nein, ich frage jetzt, was will der werden, wenn er groß ist? Nein. Ja. Ist es nämlich schon. Ja, aber ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle, wie gesagt, die Folge, sonst wird es wieder zu lang. Ja. Wir haben sorry, dass es so wieder irgendwie, ich weiß nicht, überhaupt nichts war, aber ganz ehrlich, wenn es jemand guckt, bitte, 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 schreibt es rein. Schreibt es mir auch als PN, wenn ihr euch nicht traut, als Kommentar zu schreiben oder... Wenn ihr euch nicht outen wollt, dass ihr immer noch SimCity guckt. Wie lösen wir das Wasserproblem und können wir die Energie verlegen? Es ist jetzt wirklich so das Hindernis, dass wir uns ehrlich gesagt gar nicht trauen, noch was umzuverlegen, weil irgendwie funktioniert das alles nicht so wirklich. Bis auf Abwasser. Das ist das Einzige, was hier wirklich irgendwie klappt. Ja, und das Problem ist, wenn alles nicht funktionieren würde, hätten wir wahrscheinlich schon längst gesagt, okay, dann müssen wir es halt so machen, dass alle Städte doch irgendwie autark sind oder jeweils, ja. Ja, dann sind sie halt alle sehr klein wieder, also naja. Ja, kann natürlich noch passieren, aber... Geht halt ein sehr großes Feld drauf für Wasserstrom. Ja, aber wenn ihr uns diese Lösung irgendwie präsentieren könnt, dass es doch anders funktioniert. Abwasser funktioniert ja, witzigerweise. Ja, guck mal. Das ist ja das Problem. Also, ja. Nennt uns bitte die Lösung. Jetzt. Gleich. Schreiben Sie Ihre Lösung jetzt auf. Ja, und nur aufschreiben reicht nicht. Uns aufschreiben. Gut, aber... Wir quatschen jetzt schon wieder 2 Minuten mit irgendwelchen. Also zusätzlich zu dem Blödsinn, den wir machen, währenddem wir spielen. Aber die Folge ist ja eigentlich rum. Deshalb
macht's gut, bis zum nächsten Mal und ja, jetzt habe ich dir die Verabschiedung geklaut. Ne? Ja, ich sag Hummel, Hummel, Moss, Moss, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und der Stadtteilbürgermeister darf sich jetzt noch einmal, zum zweiten Mal, zum letzten Mal für diese Folge. Tschüss.